Ja, vielleicht auch nochmal einen Riesenapplaus, dass wir überhaupt so eine Technik hier hinstellen können, denn wie gesagt, wir sind einfach Bürger, die sich hier hinstellen montags und diese Mahnwache veranstalten. Wir haben keine Organisation, die dahinter steht. Wir bekommen keinerlei Förderung vom Staat. Alles, was ihr hier seht, haben die Menschen hier selbst hingestellt, selbst erworben, durch Spenden eben halt voneinander das Ganze halt hier angeschafft. Oder auch wenn Künstler da sind, die ein bisschen Spritgeld brauchen, auch das bezahlen wir hier alle untereinander. Und deswegen auch nochmal wenigstens einen Riesenapplaus für den Wulf, der uns ermöglicht, dass wir diese Anlage wenigstens auch hier jetzt immer nutzen können und das unentgeltlich. Und das ist schön, immer mehr Menschen zu finden, die hier was einbringen. Und jeder kann irgendetwas tun, wenn er möchte. Der eine redet gerne, der kann hier Reden vortragen, der andere macht gerne Musik, der andere hat hier eine Anlage oder kann Video filmen und kennt sich halt aus mit dem Internet, kann die Internetseite ein bisschen mit pflegen und aufbauen. Also so hat jeder irgendwie irgendein Talent und kann es hier auch einbringen und so wachsen wir auch. Wachsen wir auch und bleiben vor allen Dingen auch autark. Das heißt, es gibt keinen, der uns irgendetwas hier vorschreiben kann. Wir melden die Veranstaltung bei der Stadt an und alles, was wir tun, tun wir. Und tun wir so, wie wir es wollen und wir werden es auch weiterhin so tun. Nicht, wie es vorhin in der Rede war, ich kann alles kaufen. Nee, uns kann man hier nicht kaufen. Und auch wenn Menschen versuchen, hier irgendwie böses Blut zu streuen, auch sowas funktioniert hier in Braunschweig nicht, das fand ich also auch ganz toll. Und manche Redner kommen halt dann einfach nicht mehr wieder, das ist dann so. Okay, ja, wir machen immer eine Schweigeminute, die möchte ich auch gerne jetzt hier zum Schluss heute mit euch machen. Denn wir hatten heute einen schönen Tag. Es war zwar, oder es wird jetzt immer kühler, dem einen oder anderen ist es jetzt vielleicht schon kalt. Ich habe gerade hier haben zwei Schülerinnen, die waren heute da, haben ein bisschen gefilmt und werden auch nächste Woche noch ein paar Interviews führen, weil sie das gerne auch in der Schule verbreiten wollen, was wir hier tun. Und ich finde das auch total klasse, weil wir brauchen einfach Stimmen, weil die Mainstream-Medien, erst haben sie uns zerrissen, wir wären alle rechts, ich weiß nicht, ob ihr irgendwas Rechtes heute hier gesehen habt oder antisemitisch und was weiß ich, was uns alles vorgeworfen wurde, Neurechte. Und jetzt schweigen sie sich aus, jetzt erzählen sie gar nichts mehr, damit auch keiner mehr erfährt, dass überall in den Städten Mahnwachen stattfinden. Deswegen ist es schön, solche Stimmen zu haben und auch gerade junge Menschen. Denn wir könnten sagen, okay, ich meine, ich bin 53, ich könnte sagen, okay, was soll's, die nächsten 20, 30 Jahre kriege ich vielleicht auch noch irgendwie hin. Aber die jungen Menschen, die haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Und das ist deren Zukunft. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass viele junge Menschen sich mit der Thematik auseinandersetzen. Und deswegen finde ich es auch klasse, solche Künstler wie Morgan oder Killets Moore, weil die halt eine Musikrichtung haben, diesen Rapgesang und damit sehr viele junge Menschen eben halt auch ansprechen. Und das finde ich halt auch total wichtig und auch total klasse, dass sie sowas machen. Aber was ich sagen wollte, die Mädels sagten gerade, ja, es ist aber ganz schön kalt. Und ja, aber überlegt mal die Leute, die jetzt irgendwo unten in der Ostukraine sind, ausgebombt, wissen gar nicht warum, wie sehr die jetzt frieren müssen. Und da ist das gar nichts gegen. Wir haben noch warme Kleidung, wir können nachher nach Hause fahren, wir haben vielleicht sogar eine Sitzheizung im Auto oder zu Hause, die Heizung, die wir aufdrehen können, die haben gar nichts mehr. Und deswegen lasst uns einfach mal eine Minute schweigend verbringen und positive Gedanken in die Welt rausschicken. Jeder so dahin, wo er meint, sie hinschicken zu wollen, dass die Menschen in Frieden leben können. Eine Schweigeminute.
So, dann geht die Mahnwache für heute auch zu Ende. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr heute da wart. Denkt dran, nächste Woche 18 Uhr stehen wir wieder hier. Und wir bleiben hier stehen. Wir werden so lange hier stehen, bis sich was verändert. Egal, ob es jetzt schneit oder regnet oder egal was ist, wir werden auf jeden Fall montags 18 Uhr hier sein. Und ich freue mich über jeden, der dann am nächsten Montag und in den nächsten Montagen, denn ich denke mal, es wird noch ein wenig dauern, bis wir hier was verändern können, wieder hier seid. Ich würde mich super freuen. Hier vorne sind noch Flyer. Wer noch andere Menschen einladen möchte, kann einen Flyer gerne mitnehmen. Da steht auch noch Apfelkuchen, wer sich noch ein bisschen verstärken möchte für die Heimreise. Ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche. Sprecht mit vielen Menschen über das, was euch vielleicht auch bewegt. Ladet sie ein, nächste Woche Montag hier wieder auf dem Schlossplatz zu sein. Und ja, macht's gut. Bis nächsten Montag. Ich habe noch mal einen ganz kurzen Nachtrag zu meiner Rede, und zwar habe ich zwei wichtige Punkte vergessen bezüglich der Bequemlichkeit. Erstens kann man an allen Banken der Volksbank, Sparda-Bank und Raiffeisenbanken bei der GLS kostenlos Geld abholen, ist also doch nicht so umständlich, wie wir dachten. Und was diesen Wechsel angeht, bietet diese Bank einen Wechselservice an, sodass man quasi alle Vereine, Institutionen mit der Mitgliedsnummer irgendwie online übertragen kann, dass sie sich darum kümmern, dass sowas alles passiert. Nimmt wahrscheinlich auch dem einen oder anderen viel Zeit und Arbeit ab. Dann habe ich hier noch was. Heute war ja leider unsere Verleihkiste nicht da, weil wir zu viele andere gute Sachen heute hier hatten. Aber die DVD von der Wissensmanufaktur Plan B zum Alternativplan zum Gesellschafts- und Finanzsystem ist wieder da. Wer die haben möchte, muss sich einfach bei mir melden, sonst nehme ich sie mit nach Hause, aber ich kenne sie schon. Ja, dafür ist sie da, eine Woche ausleihen, nächsten Montag wieder mitbringen, dass diese Informationen, diese tollen alternativen Ideen an die Leute kommen. Dankeschön und bis nächsten Montag.